ich mal in Indien gekauft habe. Nur ganz nebenbei. Etwas, was ich nicht verlegen kann. Mein Name ist Rüdiger Heinz, Sie haben es ja eben gehört. Ich komme aus Bingen am Rhein, der Stadt, der man nachsagt, dass da die Hildegard gelebt hat. Stimmt aber nicht, ist ein Irrtum. Sie hat sich auch zeitlebens nie Hildegard von Bingen genannt, sondern sie hat ihre Emanzipation auf dem Robertsberg gehabt. Und deswegen heißt sie eigentlich Hildegard von Robertsberg. Nur eine kleine Frage. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Peter, ein Zitat von dir aus deinem neuen Buch Randnotizen. Dankeschön, Rainer. Danke, ist doch meins, oder? Diese Republik. Willst du auch meins? Ja, klar. Jene, in der ich lebe, sie verfügt über einen derartig unglaublichen Schatz, um den uns die ganze Welt beneidet, nämlich um dich und mich, um uns Menschen. Das ist ein typischer Peter Reuter. Das Zitat stammt aus seinen Randnotizen, aus dem Text. Dankeschön. Gerne. Die Sache mit dem Weg nach oben. Lieber Peter, die Randnotizen hast du weit über den Rand, oder sollte ich lieber sagen, über das Ziel hinaus geschrieben, besser gesagt geschossen. Da bleibt mir nur noch zu sagen, herzlichen Glückwunsch zu deinem wunderbaren. Jetzt, lieber Peter, sehr geehrte Damen und Herren, könnte ich eigentlich meinen Vortrag beenden, denn nicht, weil der Rainer so lange gesprochen hat, denn alles ist bereits gesagt. Dennoch möchte ich ergänzend noch einige Anmerkungen hinzufügen, wie sich unsere freundschaftliche und schriftstellerische Beziehung zwischen mir und Peter darstellt. Auch hier muss ich wieder in Superlativen sprechen, wo ich mich noch so gerne der coolen und ungeschminkten Sprache bediene. Peter, wenn ich jemanden für einen Freund und Kollegen halte, Schriftstellerfreund und Kollege, dann bist du das. Einer, der dir auch nur annähernd das Wasser reichen kann. Dafür bedanke ich mich noch. In der heutigen Zeit, die immer weiter ins digitale Nirvana entgleitet, stirbt die Kultur des wohlwollenden und freundschaftlichen Miteinanders immer mehr aus. Davon können wir ein Lied singen, lieber Peter, besonders in Schriftstellerkreisen, und ich betone, in Schriftstellerkreisen ist das Einzelgängertum fast schon zu einer Selbstverständlichkeit verkommen. Es gibt kaum noch ein solidarisches Miteinander in den Kreisen der Menschen, die sich die literarische Gestaltung der Worte auf die Fahnen geschrieben haben. Schade, aber ich möchte mich nicht weiter damit aufhalten, nicht funktionieren, zu sprechen, sondern über die Autorensolidarität sprechen, die wirklich funktioniert. Gut, dass es uns beide gibt, Peter. Du mit deinem Füllfederhalter in Kapellen-Drußweiler und ich mit meinem stumpfen Bleistift in Bingen. Ja. Wir sind schon alleine mit unserem Handwerkszeug, das wir tagtäglich benutzen, zu analogen Dinosauriern geworden. Ich stell dir das mal vor, aber das weißt du ja auch. Manchmal habe ich den Verdacht, dass dein Füllfederhalter sich unter deinen Händen selbstständig macht und einfach schreibt, wonach ihm ist. Denn wer dich kennt, weiß, dass du ein friedlicher und harmoniebedürftiger Mensch bist. Ganz im Gegensatz zu dem, was der da, dein Füllfederhalter, zu Papier bringt. Kann es sein, dass dein Füllfederhalter das Kommando über deine schriftstellerische Arbeit übernommen hat? Stimmt. Oder ist das deine Frau? Beide. Das könnten wir dann später bei einem Glas Wein thematisieren. Jetzt aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu Ihnen. Mit seiner Neuerscheinung Randnotizen bewegt sich Peter Reuter auf dem Parkett der aktuellen bundesrepublikanischen Tagesgeschichte.
Er bedient sich in seinen Texten der klassischen Form der Satire, wie wir sie von Heinrich Böll kennen. Umreißende Kommentare über das politische Tagesgeschäft in die Welt zu rufen. Ausgestattet mit einem Füllfederhalter, der als Ding-Symbol eine eigenständige Dynamik entwickelt hat und quasi die Texte dem Autoren in die Hand diktiert, ist der Autor angetreten, Unsichtbares sichtbar zu machen. So diese eben erschienenen Randnotizen, die er auf Grundlage der täglichen Lektüre verschiedener Zeitungen geschrieben hat, sind Sprachkulissen, die sich in der Mitte des Geschehens, des gesellschaftlichen Geschehens begeben, um aufzuwühlen, aufzuwecken, ja, aufzubegehren. Gut, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Bernhard, dass es den Peter, den Reuter gibt, noch besser, dass ein Füllfederhalter so furchtbar eigensinnig ist. Ich wünsche Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, viel Freude bei dieser Buchpremiere von Peter Reuters Füllfederhalter und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Rüdiger. Leicht errötet kommen wir jetzt zum Buch Beschimpfung. Jetzt kommt Thomas Münzel.